Herzlich willkommen in unserem Biogarten. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Heute möchten wir einige Kräuter und Salate pflanzen, aber wir sind noch sehr ungeübt und machen es quasi so, wie schon das Sprichwort sagt, learning by doing. Also dann schaut mal zu und ja, hier seht ihr, wie wir die jungen Schalotten und Lauchzwiebeln einpflanzen. Die Erde ist noch recht trocken, denn es hat schon einige Tage nicht mehr geregnet. Wie ihr seht, ist der Ackerboden sehr gut, denn in einigen Zentimetern Tiefe ist die Erde noch recht nass und bietet unseren Pflanzen genügend Feuchtigkeit. Das finde ich richtig, richtig gut. Einige Menschen sagen, es sei nicht notwendig, vor den Pflanzen die Erde zu wässern. Andere sagen, es sei unerlässlich. Tja, wer weiß. Wir wollen also unsere eigenen Eindrücke machen und testen deswegen beides. Und das Beste, ihr dürft live dabei sein. Yeah! So machen wir gleich einen Test und probieren aus, wie es den Pflanzen wohl bekommt, wenn wir sie direkt einsetzen, ohne vorher zu wässern. Vielleicht schlägt ja jetzt der eine oder andere von euch die Hände über den Kopf zusammen. Aber wie gesagt, wir testen und freuen uns mit euch auf das Ergebnis. Wir lernen einfach gemeinsam durch die Erfahrungen. Schaut mal, dies hier ist der Schnittlauch. Ich freue mich so sehr, denn alle Pflanzen wurden von unseren Bauern gezogen und sind reine Biopflanzen. Lecker, 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 alles ohne Glyphosat und andere schädliche Substanzen, die leider immer wieder trotz öffentlicher Informationen in der konventionellen Landwirtschaft verwendet werden. Für diejenigen, die über Pestizide noch wenig wissen, kann an dieser Stelle gesagt werden, dass diese sogenannten Pflanzenschutzmittel nicht nur die Spiritualität eines Menschen trüben, sondern auch noch für schlimme Krankheiten verantwortlich sind. Es ist jedoch für jeden von uns möglich, einerseits durch gesunde Bionahrung und andererseits durch bewusste energetische Reinigung den eigenen Körper zu stärken. Also es liegt wirklich an jedem selbst, so wie er sein Leben gestalten möchte, so soll es dann auch sein. Aber jetzt erstmal zurück zu unserem Hauptaugenmerk, dem Garten. Hier seht ihr mich, wie ich die jungen Salatpflanzen einsetze. Zuerst grabe ich die Erde ein wenig auf, denn hier möchten wir die Erde erstmal wässern, bevor wir die Pflanzen in die Erde einsetzen. Man erkennt auch hier sehr gut, dass die Erde von sich aus ziemlich feucht ist und ja, das beruhigt mich schon sehr. Später, nachdem sie eingepflanzt sind, werden sie noch einmal gegossen. Ich bin wirklich gespannt, wie sie sich machen werden. Ja, und hier seht ihr nun, dass alles eingepflanzt ist und ab jetzt wachsen darf und gedeihen darf. Ach so, ja, bei den Kräutern hat uns doch noch ein wenig Thymian und Sauerampfer gefehlt. Diese beiden pflanze ich jetzt schnell noch hier ein. Ja, dann jetzt noch ein wenig gießen und für heute ist alles erledigt.
Super, super, dann freue ich mich jetzt auf euch zum nächsten Video und sag einfach alles Liebe, bis dann.